Ich muss gestehen, dass ich an nichts Böses dachte, als ich an jenem Sommerabend des Jahres 1919, wie es so meine Gewohnheit war, in der eintretenden Dämmerung durch die Straßen meiner geliebten Heimatstadt Providence strich. Gott, wie lange das her ist. Wie konnte ich es nur vergessen? Wie es der Zufall wollte, stand ich urplötzlich vor dem von den Einwohnern von Providence tunlichst gemiedenen Haus in der Benefit Street, dem Schrecken meiner Kindheit und Jugend. Das Haus war schon damals, als ich mir vor 10 Jahren mit einem Jugendfreund verbotenerweise des Nachts dort Zutritt verschafft hatte, jahrzehntelang unbewohnt gewesen. Die Erinnerungen an das, was wir beide damals dort erlebt hatten, traf mich, wie ich nun wieder davor stand, wie ein Blitz aus heiterem Himmel. Nun komm schon, Howard. Sei nicht feige. Lass uns reingehen. Die Gelegenheit ist günstig. Ich weiß nichts. Ich hab dich nicht so. Wir wollten doch schon lange mal sehen, ob an den Gruselgeschichten über das Haus wirklich etwas dran ist. Schon, aber... Kein Aber. Komm jetzt. Na gut. Gott, ist das hier dunkel und dunstig. Mhm. Und viel heruntergekommener, als ich dachte. Die Tapeten hängen von den Wänden. Kaum eine Fensterscheibe scheint noch intakt zu sein. Mir gefällt das nicht. Bitte lass uns wieder gehen, David. Sei kein Narr. Jetzt sind wir hier und jetzt schauen wir uns auch um. Ich möchte wirklich lieber gehen. Das Haus hat so vielen Leuten den Tod gebracht. Ich will hier ja nicht einziehen. Komm schon. Lass uns mal hoch auf den Dachboden gehen. Da hat doch die Alte gelebt. Die verrückt geworden ist, weil fast ihre ganze Familie ausgelöscht wurde. Ja, ich weiß. Davon habe ich auch gehört. Sie ist da oben auch gestorben, sagt man. Ich würde doch lieber draußen auf dich warten, ehrlich. Sei kein Hasenfuß. Ich glaube, diese Tür da führt auf den Dachboden hoch. Meinst du? Ja. Siehst du? Komm, nichts wie rauf. Warte. Was ist denn noch? Und wenn es wahr ist, was man sich erzählt, dass es hier spukt, meine ich. Ach, was soll uns schon passieren? Wir können doch jederzeit weglaufen. Los jetzt, Howard. Wenn du meinst. Ich meine. Siehst du, hab ich doch gesagt. Hier ist keiner. Der Dachboden ist vollkommen leer. Ein bisschen staubig zwar, was nicht verwundern sollte, aber leer. Können wir dann bitte wieder gehen? Warum? Mir gefällt es dir nicht. Weg hier. Los, weg. Hier geblieben, du Held. Das war doch nur eine Taube. Eine Taube? Ja, beruhige dich. Ich will hier raus, und zwar ganz schnell. Nicht, bevor wir uns auch noch den Keller angesehen haben. David, bitte. Es geht doch ganz schnell. Und da soll es dem Vernehmen nach noch gruseliger sein als hier oben. Mir ist gar nicht wohl dabei. Du kannst dir doch nicht entgehen lassen, wenigstens mal einen Blick hineinzuwerfen, wo wir schon mal hier sind. Aber wirklich nur ganz kurz. Ja, nur ganz kurz. Versprochen. Komm. Auch gehört. Zur Zeit der ersten Siedler soll das gewesen sein. Angeblich sind aber alle Toten umgebettet worden, bevor man die Häuser hier gebaut hat. Und wenn das nicht stimmt, dann
würde das vielleicht erklären, warum es hier nicht geheuer sein soll und es gefährlich ist, in diesem Haus zu leben. Genau. Sind wir nicht bald unten? Nur noch eine Treppe, denke ich. Leuchtende. Doch, ja. Was ist das nur? Keine Ahnung, aber es macht mir Angst. Eine seltsame Farbe ist das. Ja. So grün bis gelblich. Ein irisierendes, flackerndes Licht. Ich will hier weg. Sofort. Und ich will wenigstens einmal um die Ecke gucken. David. Das geht doch ganz schnell. Faulig, irgendwie nach Verwesung. Stell dich nicht so an. Für einen kurzen Moment wirst du das wohl aushalten können. Nicht. Schluss jetzt, bitte. Bitte bleib stehen, nicht. Spinnst du? Komm schon. Jetzt sind wir so weit gegangen. Dann können wir doch auch... Da! Oh. Da ist sie nur. Sie. Wo? Was meinst du?